Bienvenue dans le Duel de Salles avec Miloš Veljković et Naby Keita. So, war das gutes Französisch, ihr zwei? Ja. Très bien. Très bien. Ja, perfekt. Für alle Zuschauer da draußen, ich sage es auch euch nochmal, herzlich willkommen zum Zimmerduell mit Miloš Veljković und Naby Keita. Heute mal nicht im Zimmer, ihr hört es vielleicht auch am Plätschern. Wir sind im Wellnessbereich des Ziller Seasons, genau genommen vor der Kältekammer. Hinter euch sind minus 85 Grad. Ich hoffe, die Stimmung ist nicht so eisig heute. Ist okay. Ihr kennt die Regeln. Wir haben die schon erklärt vorher und legen direkt mal los. Wichtig ist noch, tatsächlich, weil unsere Fragen sind immer sehr schlecht, sagen die Fans. Deswegen haben wir die Fragen diesmal nicht gemacht, sondern die Fans. Wir haben die Fans nach Fragen gefragt und das sind die Fragen der Fans. Also seid lieb. Ihr könnt nicht sagen, dass die Fragen nicht gut sind. Okay. Perfekt. Wir fangen an. Frage Nummer 1. Wer singt besser unter der Dusche? Dusche? Qui chante mieux dans le Dusche? Dans la Dusche? Nein. Qui chante? Alle, wer? Das ist ein Punkt für euch, aber auch französische Absprachen verstehe ich. Ihr dürft euch nicht absprechen, alleine überlegen. Ja. Wir hatten das schon mal mit, ich glaube, Claudio Pizarro und Santi Garcia. Die haben alles auf Spanisch vorher abgesprochen und haben dann alle Punkte gehabt. Also wir sind streng heute. Wer braucht öfter neue Fußballschuhe? Neue Fußballschuhe? Ich? Punkt für euch, 2 Punkte. Wie viele braucht ihr in einer Saison? Boah. 3, 4? Ja, ich brauche vielleicht 2. Ja. Wer von euch beiden, das ist eine schöne Frage, die wir da von den Fans bekommen haben, geht öfter zum Friseur? Friseur? Ich habe keine Haare. Punkt für euch. 3 Fragen, 3 Punkte. Mal gucken. Wer von euch beiden ist der bessere Koch? Wer kocht besser? Ich glaube, ja. Beide sagen Naby. Wieder Punkt für euch. Naby, kannst du gut kochen? Nur Pasta. Spaghetti Bolognese. Ich kann nur Omelette, nur Frühstück. Nur Frühstück. Ja. So, jetzt wird es ein bisschen gemeiner. Wer von euch beiden würde eher einen entscheidenden Elfmeter verschießen? Ihr seid euch aber einig. Ja, ich muss da Verantwortung übernehmen. Ich bin schon lange im Verein, weißt du? Aber dann würdest du ihn eher verschießen. Also wer würde den entscheidenden Elfmeter nicht treffen? Ach so, das meinst du, okay. Ja, okay, ich glaube trotzdem nicht, weil Naby ist schon mehr Spezialist als ich. Ich habe ja gesagt, gemeine Frage, aber wie gesagt, nicht von uns. Nein, alles gut, alles gut. Mit dem kann ich leben, wenn Naby ist, kann ich leben. Macht 5 von 5. 5 von 5. Ihr habt viel miteinander zu tun auch schon, oder? Weil ihr mit dem Französisch sprechen, ihr redet viel miteinander, oder? Auch auf dem Platz? Also die ersten Trainingseinheiten, die wir gesehen haben? Ja, auch neben dem Platz schon. Dann machen wir mal weiter. Wer von euch beiden wäre denn der bessere Torhüter? Ah, ich bin Spieler. Ah, je pense. Toi? Ja. Hallo. Beide sagen Naby, Punkt für euch. Hätte ich nicht mitgerechnet, du bist ja größer, Miloš. Ja, aber ein bisschen Schulterproblem, weißt du. Naby, warst du schon mal Torwart? Ja, manchmal, wenn ich bin jung, so, ja. Und hast du alles gehalten? Ja. Dachte ich mir. Wer von euch beiden schafft mehr Liegestütze? Liegestütze. Push-ups. Wer schafft mehr? Ja. Oh, und da sind sie sich zum ersten Mal uneinig. Beide sagen sich selbst. Vielleicht können wir eine Challenge machen. So? Das habt ihr gesagt. Das machen wir dann aber auch, ne? Ich kann G16. Wer von euch beiden liest mehr? Nichts mehr. Was ist das? Who reads more books? Ah, Book. No. Du? Naby. Punkt für euch. Ich glaube, wir müssen auch mal in den Kommentaren fragen, ob wir das gelten lassen können oder ob ihr disqualifiziert seid.
Ich habe mein Buch. Yeah. Na gut. Wer von euch beiden wäre der bessere Trainer? Besser Trainer? Ja. Kilomir, Coach. Moi, toi. Vielleicht ich. Ich habe eine Mannschaft. Beide sagen Nabi. Punkt für euch. Du hast eine Mannschaft. Ja, wann ich bin jung, so, ja. Ich habe junge Spieler, so, ja. Ah, okay. Also arbeitest du schon? Ist das was, wo du sagen würdest, dass du später mal Trainer werden möchtest? Ja, vielleicht, ja. Absolut, ja. Karriere, oui? Ja. Das sind meine Tage, so, ja. Wir kommen zur nächsten Frage. Wer von euch beiden ist denn beliebter bei den Fans? Qui supporte plus, moi ou toi? Ah, bin nicht wichtig, so, aber beide. Milos macht es für den Punkt und weiß auch, dass der Hype gerade groß ist. So, sowieso. Alles für die Neuzugänge. Punkt für euch, damit 9 von 10 Fragen richtig beantwortet. Es folgt die letzte Frage und ich sage euch ganz ehrlich, wir haben eure Kommentare ernst genommen. Wir haben gesagt, ihr mögt unsere Fragen nicht. Alles in Ordnung, aber eine Frage lassen wir uns nicht nehmen. Die letzte Frage beim Zimmerduell ist und bleibt, wer von euch beiden ist der Boss? Boss? Nabi, glaubst du, ihr habt beide weiß genommen? Yeah. Nein? Hey, je pense je suis le boss. Et tu penses tu es le boss? C'est ok? Beide. Zweimal Boss. Ja. Ah, Milos ist schon länger hier. Ja. Du bist Boss. Zwei Bosse im Zimmerduell. Ich habe tatsächlich noch eine Bonusfrage für euch. Okay. Wer von euch beiden fällt denn eher auf Clickbaiting rein? Clickbaiting. Das ist ich. Clickbaiting. Kleine Bonusfrage von Werder TV Inside. Verlinken wir euch natürlich hier. Könnt ihr euch nochmal angucken. Nabi hatte bei Werder TV Inside auch sehr viel Spaß, oder? Ja. War gut. 9 Punkte habt ihr geholt. Wir gucken mal, wie viele die anderen schaffen. 9 Punkte. Ah, okay. Ist okay. So, die, ja, anderen beiden, okay, ja, ja. Die anderen beiden Zimmerduelle sind Nick und Justin, ja, und Jens und Lee. Waren die schon? Nee, die kommen noch. So, glaubt ihr, glaubt ihr, die holen mehr Punkte als nein, die? Nein, die holen nicht. Schaffen die nicht. Ja. Die können sich auch nicht auf Französisch absprechen. Ey. Das ist, der Vorteil, ne? Ja. Definitiv. Leute, das war unser Zimmerduell. Danke für die Fragen. Abonnieren den Kanal. Danke. Abonnieren den Kanal. Abonnieren den Kanal.